Herzlich willkommen zum Truck und Logistics Simulator hier bei Metalizer. In diesem kleinen Vorstellungsvideo werde ich euch das Spiel ein wenig näher bringen und euch zeigen, was man so alles machen kann. Das Gute beim Truck und Logistics Simulator ist, dass wir sowohl einen Singleplayer als auch einen Multiplayer-Modus haben. Das Spiel ist im Early Access erschienen und zwar am 23. Juni 2020. Entwickler ist Simula Games und der Publisher ist die Aerosoft GmbH. Wir haben von Anfang an schon eine Vielzahl von Fahrzeugen zur Verfügung stehen, über ein Auto, Pickup, Minivan, Lieferwagen, Pritschenwagen. Wir haben einen starren LKW, dann normale LKW und ja, es gibt sogar einen kleinen Monster Truck. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir nicht einfach zu einer Firma hinfahren und dort die Ware direkt verladen bekommen, sondern wir können die Waren selbst verladen, zum Beispiel mit einem Gabelstapler. Wie bereits erwähnt, befindet sich der Truck & Logistics Simulator noch im Early Access. Das heißt, einige Sachen laufen vielleicht noch nicht ganz so rund. Man muss dazu sagen, die Core-Mechanik vom Truck & Logistics Simulator funktioniert bereits sehr, sehr gut. Es lässt sich sehr gut spielen und man muss aber bedenken, wenn man einen Early Access Titel kauft, dann muss man eben entsprechend auch damit rechnen, dass es so Bugs gibt, dass nicht alles rund läuft, dass es vielleicht noch nicht ganz so viele Features gibt, man sich aber aktiv auch an der Entwicklung beteiligen kann. Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass es einen Cross-Plattform-Multiplayer gibt, beziehungsweise auch geben soll. Und ja, von daher, PC, Konsolen, wird später alles möglich sein. Die Steuerung funktioniert über Tastatur, über ein Gamepad und auch ein Lenkrad-Support ist bereits implementiert. Ja, die Features sind unter anderem das eigene Fahrzeug beladen. Da haben wir einen logistischen Bereich und da können wir mit einem Gabelstapler, Lader oder auch einem Kran halt eben unsere Fahrzeuge beladen. Wie bereits angesprochen, der Multiplayer mit kooperativen Missionen. Da können wir in Konvois zusammenfahren. Und auch hier ist es super gut. Ich habe den Multiplayer auf Twitch in meinem Livestream, und das war Metalizer, zusammen mit Jan getestet. Das hat sehr gut funktioniert und sobald einer von uns beiden eine Mission angenommen hat und der andere in der Nähe war, kam ein Hinweis, hey, dein Freund hat gerade eine Mission angenommen, möchtest du Missionen angezeigt haben, die die gleiche Länge haben? War super gut. Was können wir überhaupt liefern? Das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt und zwar gibt es die Möglichkeit, Autos, Gabelstapler, Radlader und Geländefahrzeuge zu transportieren. Die laden wir auf einen Anhänger drauf und fahren die dann eben zum entsprechenden Zielort. Es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus mit realistischem Wetter. Hier ist es so, dass in der normalen Einstellung der Tag-Nacht-Zyklus sehr, sehr schnell läuft, aber auch das kann man eben frei einstellen und es gibt auch die Möglichkeit, auf die Systemzeit umzustellen. Ebenfalls bereits implementiert ist das GPS-System. Hier sehen wir auf einer Minikarte, wo denn unser Ziel liegt und wir sehen ebenfalls auf der Minikarte auch kleine Punkte, wo wir Aufträge annehmen können. Das Kraftstoffsystem ist ebenfalls bereits implementiert und es gibt eine realistische Kraftstoffberechnung. Das heißt, wir müssen unser Fahrzeug auch entsprechend auftanken. Das Schadensmodell ist übrigens sehr, sehr gut ausgearbeitet. Es funktioniert sehr gut und wir sehen halt auch Dellen und ja auch etwas größere Dellen am Fahrzeug. Die Karte ist 24 Quadratkilometer groß und man kann wirklich überall hinfahren, ohne irgendwelche versteckten Mauern oder unsichtbare Wände oder ähnliches. Es gibt auch Offroad-Strecken, auf denen wir fahren können. Und wie bereits erwähnt, bisher implementiert sind ein LKW, also Semi, und ein voller, also mit einer eigenen Ladefläche drauf. Es gibt Vans, es gibt einen Pritschenwagen, Pickups, Autos und natürlich den Monster Truck. Im späteren Verlauf erhalten wir dann die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Teleskoplader Container auf unseren LKW zu laden.
Hier ist es halt so, dass wir am Anfang nur das Geld für einen Van bzw. für so einen kleinen Transporter haben und dann eben entsprechend mit dem Gabelstapler die Waren verladen. Aber im späteren Verlauf werden die Maschinen schon größer und die Aufgaben wesentlich anspruchsvoller. Bis zum 30. Juni 2020 gibt es noch einen Launch-Rabatt von 25% auf den regulären Kaufpreis von 19,95, was wirklich für den Titel und für den Inhalt, der jetzt geboten wird, absolut gerechtfertigt ist. Trucks & Logistics Simulator wurde in der Unity Engine umgesetzt und im Multiplayer gibt es so ein paar kleinere Synchronisierungsprobleme. Das heißt zum Beispiel, dass der Verkehr lokal angezeigt wird. Das heißt also, wenn man mit jemandem im Konvoi fährt, kann es durchaus sein, dass der Vordermann auf einmal durch irgendeinen PKW durchfährt. Aber auch das sind, wie gesagt, Sachen, die im Early Access durchaus passieren können und an denen natürlich gearbeitet wird. Das Spiel wird nicht final veröffentlicht, wenn man den Verkehr nicht synchron angezeigt bekommt. Ein wichtiger Hinweis noch, falls ihr euch mal ein neues Fahrzeug kauft, also zum Beispiel wie hier in meinem Fall eine Zugmaschine, dann achtet ein bisschen auf die Tankanzeige, denn ihr bekommt das Fahrzeug nicht vollgetankt vor die Haustür gestellt. Das heißt, sucht auf jeden Fall eine Tankstelle auf, nachdem ihr euch ein Fahrzeug gekauft habt und tankt das einmal voll und dann kann es auch schon direkt weitergehen. Wenn ihr das jeweilige Missionsziel erreicht habt, beziehungsweise den Bestimmungsort der Ware, dann bekommt ihr im unteren Feld eures Fahrzeugs einen kleinen Kreis angezeigt. Dieser Kreis zeigt euch, wo ihr euch ungefähr hinbewegen müsst und ihr seht auch, ob ihr die Ware vorwärts oder rückwärts einpacken müsst. Um ehrlich zu sein, ich habe es meistens rückwärts gemacht, weil es irgendwie doch irgendwie ein bisschen stilvoller war und es hat auch in den meisten Fällen sehr gut funktioniert. Man sieht auch hier, es gibt eine Frachtbeschädigung. Das heißt also, ihr bekommt mehr Geld und mehr Erfahrungspunkte, wenn ihr die Ware unbeschädigt abliefert. An den jeweiligen Zentren, also dort, wo ihr Missionen annehmen könnt, es gibt grüne Punkte auf der Karte und es gibt gelbe Punkte. Ja, hier sieht man gerade das Fahrzeug reingefahren, hat aber noch keine Konsequenzen bisher. Es gibt grüne und gelbe Punkte. Gelbe Punkte sind Baustellen, die werden im späteren Verlauf freigeschaltet, wenn ihr die entsprechenden Fahrzeuge habt. Und dort könnt ihr dann auch noch einmal spezielle Missionen annehmen, wie zum Beispiel mit einem Radlader Steine verladen oder den Radlader selber transportieren. Man kann das Verladen natürlich auch überspringen, allerdings gibt es dann dafür ein bisschen Abzug beim Geld und auch bei den Erfahrungspunkten. Und wie gesagt, ich finde, der Charme von Truck & Logistics Simulator macht es eigentlich aus, dass man die Sachen halt eben selber verladen kann. Wenn man vergleichbare Spiele sich anschaut, da hat man es halt oft, dass man einfach die Ware bzw. den Auftrag hingestellt bekommt und sagt, hier, koppel mal an und fahr los. Und hier muss man halt, wie gesagt, nochmal selber mitverladen. Und das finde ich halt wirklich, wirklich cool gelöst. Es macht Spaß, es ist fordernd und es ist halt eine sehr, sehr gute Abwechslung. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwann auch noch einen Mod-Support geben wird, gerade weil das Spiel bei Steam veröffentlicht wurde, in der Unity Engine geschrieben ist. Das heißt, vielleicht sehen wir in Zukunft hier auch noch ein paar Mods, die dann unter Umständen auch mit dem Multiplayer kompatibel sind. Wollen wir es mal hoffen, es wäre natürlich cool, denn gerade solche Sachen wie nochmal neue Fahrzeuge ins Spiel mit rein, neue Missionen, neue Aufträge, vielleicht auch nochmal eine komplett gemoddete Map, das wäre natürlich wirklich, wirklich cool. Dann fällt natürlich die Crossplay-Funktionalität wahrscheinlich weg, also durch die Mods. Aber am PC wäre die Möglichkeit fürs Modding durchaus gegeben und ich hoffe sehr, dass der Mod-Support in Zukunft eingepflegt wird. Ja, das war der erste Einblick in den Truck & Logistics Simulator hier beim Metalizer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt, wenn ihr Fragen habt, gerne was in die Kommentare rein. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mehr sehen wollt. Lasst es mich gerne wissen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Metalizer. Sämtliche Links findet ihr natürlich dann auch in der Videobeschreibung.